genauso macht man das, genauso will das der Trainer sehen. Da haben sie ihr Tempo ausgespielt, ihre Übersicht und ihre Kaltschnäuzigkeit. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Lorenzo Pellegrini. Jetzt Dzeko. Jetzt haben sie den Ball. Milo Drašica. Gute Aktion jetzt. Sieht gefährlich aus. Und da haben sie den Ball. Justin Kluivert. Lorenzo Pellegrini. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Geht er rein? Der AS Rom macht hier nicht den Ausgleich. Also die Chance müssen sie machen. Absolut, sehe ich ganz genauso. Der muss sitzen. Und da ist der Ball wieder weg. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Zieht nach innen. Stark gearbeitet. Klasse Pass. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Da ist die Balleroberung. Ludwig Augustinsson. Milo Drašica. Milo Drašica. Und jetzt die Chance. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Klasse Treffer hier. Da hat alles gepasst beim Abschluss. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. In den freien Raum. Ja, geht gut dazwischen. Roma jetzt vielleicht mit dem Vorstoß. Tolles Zuspiel. Dzeko, kommen Sie noch mal ran. Da macht er ihn rein. Da hat Dzeko gezeigt, was er kann. Ein super Abschluss. Das ist doch mal eine Antwort. Sie treffen mit dem nächsten Angriff selbst. Was für eine Moral. Respekt. 2:1. Hier ist noch alles drin. Werder Bremen macht Druck. Schlecht verteidigt. Der geht. Bartels. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Und genauso muss man auf einen Gegentreffer antworten. Perfekte Reaktion. Sie haben sich kurz geschüttelt und dann selbst wieder die Initiative ergriffen. 3:1 heißt es also jetzt. Klasse Aktion, Ball ist weg. Die AS Rom hat hier bislang eine richtig gute Ballbesitzstatistik aufzuweisen. Aber sie liegen trotzdem weiter hinten. Der Grund? Der Mangel an klaren Chancen. Sie machen nichts aus ihrem Ballbesitz. Jetzt müssen sie aufpassen. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Zieht ab. Glanzparade gehalten. Ecke kommt in den 16er. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Dzeko. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Davy Selke. Ein berechtigter Freistoß. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Schönes Zuspiel hier. Klasse Pass. Oh,
Und jetzt der Zug nach innen. Pass kommt. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut. Hingehechtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Cengiz Ünder. Jetzt vielleicht. Was eine Chance. Latte. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt noch mal 2 Minuten drauf. Lorenzo Pellegrini. Jetzt ist es gefährlich. Hereingabe jetzt. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Ludwig Augustinsson. Vermeintlich klare Führung zur Pause. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Der Ballverlust. Lorenzo Pellegrini. Gefährlich! Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Da passt der Verteidiger sehr gut auf. Da verlieren sie den Ball. Dzeko. Sieht gefährlich aus. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Lorenzo Pellegrini. Davy Selke. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Dzeko. Schade, kein Tor. Super gemacht, ganz präzise, aber dann fehlen Zentimeter. Sie kommen über den Flügel. Da dribbelt er mit dem Ball ins Tor. Das sieht man auch selten. Wie selbstverständlich nimmt er sich hier den Ball und läuft damit ins Tor hinein. Mit Technik, Wolf, und einer großen Portion Selbstbewusstsein kann man den Treffer schon mal so machen. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Weg ist der Ball. Lorenzo Pellegrini. Und jetzt die Chance. Mit seinem Einsatz verhindert er. Sie machen das Tor. Immerhin sieht das Ergebnis jetzt etwas freundlicher aus. Das ist doch mal eine Antwort. Sie treffen mit dem nächsten Angriff selbst. Was für eine Moral. Respekt. Neuer Spielstand 4:2. 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Lorenzo Pellegrini. Tor! Jetzt sind sie fast dran. Ist es denn zu glauben? Eben schien ja alles entschieden. Jetzt dieser Doppelschlag. Was geht hier noch? Kein Spiel für die Torhüter heute. Defensiv stehen beide Teams nicht gut. Und in der Folge sehen wir hier viele Tore. Lorenzo Pellegrini. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Das muss der Ausgleich sein. Ein unfassbares Tor. Ein unglaubliches Comeback. 3 Tore aufgeholt. Die Partie ist wieder völlig offen. Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen. Und jetzt hat er den Doppelpack. Ein unfassbar offensiv geführtes Spiel bis hierhin. Beide Teams treffen fast nach Belieben. Nur die Torhüter können einem ein bisschen leid tun.
Freistoß wird es geben für die Roma. Cristante. Lorenzo Pellegrini. Da kommt der Pass. Abseits. Er ist zu früh gestartet. Hier gibt es einen Wechsel beim AS Rom. Genau. Neue Impulse sollen jetzt her von der Bank. Sie verlieren den Ball. Jetzt ist der Platz da. Das ist der Treffer. Heute macht Dzeko hier alles richtig. Drei Tore hat er schon. Drei Tore in einem Spiel. Ich glaube, Buschi, den Spieler des Spiels haben wir gefunden. Ja, kann ich nicht widersprechen. Ganz klar, Wolf, er zeigt hier eine Riesenleistung und ist mit Abstand der beste Mann auf dem Platz. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ja, jetzt müssen Sie besonders aufpassen. Sie gehen gut durchgesetzt, gefährlich. Davy Selke. Und er hat den Ball klasse gehalten. Was für eine Gelegenheit. Er war ganz frei, aber der Torhüter gewinnt das Duell. Die Ecke ist die Chance auf den Ausgleich. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Gut verteidigt. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Klasse Pass jetzt. Ärgerlich, es gibt Abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Davy Selke. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Roma, jetzt vielleicht mit dem Vorstoß. Und jetzt die Chance. Phänomenal! Ohne Worte! Er ist erst seit ein paar Minuten drauf und schon macht er die Bude. Da hat sich der Wechsel gelohnt. Der Torwart war von Anfang an heute unsicher. Und jetzt auch in dieser Szene, Buschi. Ja, die Mannschaft braucht ihn in Topform. Die kann er heute bisher zumindest nicht abrufen. Unglaublich, was hier heute passiert. Beide Teams haben vorne einen Sahnetag erwischt. Über die Defensive. Schöner Pass. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Da kommt er raus und hält den Ball. Das könnte die Chance werden. Und die Flanke. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Jetzt ist es gefährlich. Klasse Zuspiel. Pfosten. Sie ärgert sich natürlich, dass der Ball nicht drin war, dass das Aluminium im Weg war. Milot Rashica. Ganz energisch. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau, richtig so. Das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Davy Selke. Milot Rashica. Ein berechtigter Freistoß. Kurz gespielt. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Santon. Cristante. Lorenzo Pellegrini. Pizarro. Schöne Aktion. Ein fantastisches Tor. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Dieses Spiel ist ein Highlight für die Zuschauer und die Offensivreihen beider Teams. Sie treffen ja, wie sie wollen. Der Unparteiische pfeift ab. Werder Bremen macht Druck. Schlecht verteidigt.